Zu Füßen der Meißner Albrechtsburg wächst seit einigen Jahren wieder Wein, so wie es jahrhundertelang Brauch war. 2012 konnte der wiedererrichtete Weinberg der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt seiner Bestimmung übergeben werden. Seitdem hegen und pflegen Schüler des Landesgymnasiums St. Afra den Weinberg. Angeleitet werden sie dabei vom Weingutshof Lößnitz in Radebeul, wo auch der Wein gekeltert wird. Der Weinberg liegt nicht nur in bester Lage, er hat auch eine Besonderheit, er wird ökologisch bewirtschaftet. Das ist halt das Schöne an dem Projekt, dass keine Chemie eingesetzt wird, auch alles von Hand gemacht wird und wir halt auch diese ökologische Vielfalt, die Artenvielfalt hier im Weinberg haben. Also dass es nicht bloß die Weinreben sind, sondern dass wir Pflanzen, die ursprünglich an diesem Standort zu finden waren, hier auch wieder integriert haben. Der ökologische Weinberg ist für den Naturschutz interessant. Seine typischen Biotope wie zum Beispiel die Rebgassen, die Trockenmauern und die Mauerkronen bieten Lebensraum für viele Arten. Überall haben sich spezielle Lebensgemeinschaften gebildet, Pflanzen und Tiere und besonders auch Insekten. Also wir haben hier nicht nur Tiere auf dem Weinberg, sondern auch Pflanzen, die wie Tiere heißen. Hier haben wir zum Beispiel die Hundskamille, das kleine gelbe Blümchen. Und das ist so ein kleiner farblicher Tupfer im Weinberg. Und früher wurde die Blume auch verwendet, um Sachen und Kleidungsstücke zu färben. Daneben gibt es am Weinberg die Schafgarbe, aber auch das Taubenkropf-Leimkraut. Das gelbe Labkraut diente früher dazu, Milch zu fermentieren, um Käse herzustellen. Und die wilde Malve ist nicht nur schön anzuschauen, sondern sie dient auch vielen Insekten als Nahrungsquelle. Zum einen geht es ja in der Kooperation mit der Landesstiftung Natur und Umwelt darum, Umweltbildung zu leisten, also den Schülern auch die Natur nahe zu bringen, vor allen Dingen die Natur im ursprünglichen Sinne, also dass wir eine ökologische Vielfalt hier haben. Und zum anderen gehört ja Wein zum Meißen auch dazu. Im Herbst werden die Trauben geerntet. Johanniter und Regent heißen die sogenannten Piwis, pilzresistente Rebsorten, aus denen Ökowein produziert wird. Aber nicht für die Schüler, die tun es aus Freude an der Sache. Man hilft sozusagen dabei, was zu erschaffen, weil wenn man sich die ganze Zeit um den Weinberg kümmert, dann sieht man auch, wie die Trauben wachsen und wie sozusagen dieser Kreislauf immer wieder von vorne losgeht. Die vielen Pflanzen zwischen den Rebstöcken bilden ein Biotop, das nach und nach verwelkt, um wieder zu Dünger für den Wein zu werden. Der Öko-Weinberg unterhalb der Meißner Albrechtsburg zeigt so ganz anschaulich, wie sich Weinbau im Einklang mit der Natur befinden kann.